Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Philipp hier von WindowsUnited.de. Heute mit was ganz Besonderem. Dem neuen Kameramonster aus Fernost, dem Xiaomi Mi Note 10. Mehr dazu direkt nach dem Intro. Windows United. Ein Windows, eine Community. Das Xiaomi Mi Note 10 kommt in einer relativ unauffälligen Verpackung. Von vorne ist sie schwarz und wir sehen hier so leicht in Regenbogenfarben den Modellnamen und das Xiaomi-Logo. An der Seite das gleiche dann auch nochmal. An der Unterseite ist es komplett schwarz gehalten, die andere Seite ebenfalls wieder das Logo. Unten einige nützliche Informationen, wie zum Beispiel die Version. Hier in diesem Fall die Aurora grüne Version mit 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Festspeicher. Also man muss sagen, das Ganze hier ist schon sehr zeitgemäß. Und an der Oberseite ist es komplett in Schwarz gehalten. Wenn wir dann die Verpackung öffnen, dann erwartet uns hier ein relativ übliches Bild. Wir haben hier das Smartphone in der hübschen Farbe. Das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. So, wenn wir uns dann das Smartphone selbst mal ein wenig angucken, dann müssen wir als erstes mal hier die Folie entfernen. Das ist mit eine der schönsten Sachen, die man am neuen Smartphone machen muss. So, wenn dann die Folie entfernt ist, sehen wir auch schon das Smartphone in seiner gesamten Schönheit vor uns. Hier ist noch ein kleiner Aufkleber drauf, den lasse ich jetzt auch erstmal noch dran. Und auffällig ist hier direkt, dass wir hier einen riesen Haufen an großen Kameras haben. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Stück auf der Rückseite. Sind auch beschriftet mit 108 Megapixel und noch einem weiteren Zeichen. Fünffacher optischer Zoom, das ist schon ziemlich cool und wie genau das dann in der Praxis abschneiden wird, werden wir dann noch später in einem genaueren Vergleich uns dann anschauen. Von der Vorderseite her ist das Ganze relativ unauffällig, aber trotzdem sehr elegant gehalten. Wir haben hier oben eine kleine Notch mit der Selfie-Kamera und hier dann einen riesengroßen Bildschirm mit sehr dünnen Rändern. Also hier, wo mein Fingernagel gerade hergeht, ist der untere Rand vom Display und das sieht schon sehr gut aus. Am besten machen wir das Ganze dann noch direkt mal an und schauen, wie das so aussieht. Innerhalb von sehr kurzer Zeit landen wir dann hier auf diesem Einrichtungsbildschirm und auf dem Smartphone wird MIUI 11 vorinstalliert. Das ist also ein sehr aktuelles Betriebssystem und wir können hier einfach mal ein bisschen durchgehen und kommen dann jetzt zur WLAN-Netzwerkanmeldung und sind dann auch schon sehr schnell verbunden mit dem Netzwerk. Wir können dann hier noch die allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren und so, SIM-Karte habe ich noch keine drin und dann sucht das Ganze auch schon direkt nach den neuesten Systemaktualisierungen. So, ich habe jetzt mal das Gerät fix eingerichtet und wie wir sehen, funktioniert das Ganze auch schon sehr gut und sehr flüssig. Ich bin durch die ganz normale Systemeinrichtung von Android durchgegangen und es ist soweit alles sehr intuitiv und auch alles korrekt übersetzt und gut zu verstehen. Von daher absolut kein Problem für jedermann, hiermit klarzukommen. Das Ganze wird sehr gut geführt und ist somit dann auch kein Problem umzusetzen. Inzwischen ist auch hier auf der Rückseite dann der Aufkleber weg und ich hoffe, man erkennt das, wie schön diese Farbe hier ist. Es ist eine sehr moderne Farbe und gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut schon. Ja, zum System. Wir haben hier ein relativ hübsches Design, das von Xiaomi vorinstalliert wird mit MIUI 11. Und unter der Haube verbirgt sich hier ein ganz gewöhnliches Android. Um die Android-Version herauszufinden, können wir hier ganz oben auf Mein Gerät tippen und kommen dann auch direkt hier in die Übersicht über alle Daten. Im Moment läuft hier MIUI 11 drauf, in der Global-ROM-Version, das heißt auch in der deutschen Sprache dann, alles übersetzt. Und die Übersetzungen, die sind auch alle sehr gut und mir ist jetzt in dieser kurzen Nutzungszeit noch kein großer Fehler da aufgefallen. Wir haben 128 GB Festspeicher, wie eben schon erwähnt. Und das Ganze basiert noch auf Android 9. Das heißt, Android Pie noch ist jetzt kein Riesenproblem, aber auch nicht das aktuellste. Betrifft allerdings alle Smartphones mit MIUI 11, da die Version hier von Android, diese angepasste Version, noch wirklich auf Android 9 basiert.
Dann ist es aber auch wirklich nicht schlimm, da wir hier ein sehr aktuelles Sicherheitsupdate drauf haben, nämlich vom 1.9., 1. September, der ist jetzt mittlerweile knapp 3 Monate her. Aber man muss auch dazu sagen, ich habe jetzt noch keine System-Updates hier drauf installiert. Das heißt, unter Umständen ist schon ein aktuelleres Sicherheitsupdate verfügbar. Ich habe jetzt mal ganz kurz geprüft nach dem neuen Update und tatsächlich ist eins verfügbar. Und Bestandteil von dem Update ist zum einen, dass der Lockscreen ein bisschen überarbeitet ist und auch solche Sachen wie, dass die Software hier drauf optimiert wird und der Fingerabdrucksensor dann auch schneller entsperren soll. Ich installiere das mal kurz und bin dann sofort wieder da. So, da sind wir wieder. Das Update ist installiert. Ich habe mir auch mal erlaubt, hier die Schutzhülle dran zu machen an das Smartphone, damit wir hier das wunderschöne Gehäuse auch nicht beschädigen. Und der Fingerabdrucksensor, der klappt wirklich ein ganz kleines bisschen schneller. Also wenn wir hier gucken, ist jetzt nicht ganz auf dem Niveau von zum Beispiel dem OnePlus 7T Pro, aber durchaus okay. Und in den Einstellungen gucken wir jetzt auch mal nach mit dem Sicherheitsupdate. Und siehe da, tatsächlich, wir haben jetzt hier die Version von Oktober 2019 drauf. Das heißt, auch da tut sich was und wir kriegen eine relativ aktuelle Version hier drauf. Oktober, gut, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen über einen Monat alt, aber trotzdem ist es schon verglichen mit anderen China-Herstellern sehr, sehr schnell. Ja, mein erster Eindruck zu der Performance von dem Smartphone ist ganz gut. Die Kamera, mache ich jetzt auch mal auf, die liefert auch schon ganz okay ab. Mehr dazu natürlich dann später in einem ausführlichen Testbericht. Und da mache ich dann auch direkt den Vergleich mit OnePlus und mit dem Google Pixel 2 XL. Und damit haben wir dann auch dann eine relativ fundierte Basis, um zu urteilen, ob hier die Kamera wirklich gut ist und ob die 108 Megapixel was bringen oder nicht. Was mir jetzt im Moment schon negativ aufgefallen ist, ist die Rückseite. Deswegen habe ich auch jetzt hier den Bumper drauf. Die Rückseite ist ein Fingerabdrucksmagnet. Genau wie hier die Vorderseite ist okay, geht man halt hier einmal mit einem kleinen Mikrofasertuch drüber und siehe da, ist schon wieder was ganz anderes, aber wie gesagt, also mich persönlich stört das ein wenig, wenn die Rückseite so anfällig ist für Fingerabdrücke. Mit hier dem Bumper lässt sich das natürlich auch super lösen, keine Frage, aber naja, geht auf jeden Fall besser. Dennoch muss man bedenken, es ist hier halt eben auch kein komplett hochpreisiges Modell, sondern es handelt sich ja immer noch um eine relativ budgetorientierte Flaggschifflösung. Von daher ist das alles noch im Rahmen des Verzeihbaren. Xiaomi Mi Note 10, das Flaggschiff-Killer-Smartphone mit der 108 Megapixel-Killer-Kamera oder vielleicht doch eher nur Marketing-Gag und Geldmacherei seitens Xiaomi. Was denkt ihr? Schreibt uns doch gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein und drückt auch auf den Abo-Knopf und vor allem auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Die nächste Zeit kommt dann nämlich noch dann das Fazit und vor allem auch ein Kameravergleich zwischen hier dem Mi Note 10 und meinem anderen Testgerät, dem OnePlus 7T Pro. Und das Ganze natürlich dann noch, um das Ganze auch einordnen zu können, dann gegen das Google Pixel 2 XL, ein sehr, sehr gutes Kamerasmartphone, trotz seiner einzigen einen Kamera. Ja, wenn ihr auch Bock darauf habt und wenn ihr auch hier dieses Video gefeiert habt, dann drückt auch gerne auf das, auf den Like-Knopf und ansonsten bleibt mir auch nicht mehr viel zu sagen, außer ciao und bis zum nächsten Video.